Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 14 in Edens Erwachen Niederkunft mit einem neuen Gegner, der hier plötzlich auftaucht. Nichtswandler, die manifestierte Antithese. Dann lass mal schauen, was wir hier genau tun werden. Wir haben wieder dabei Luna, Aya, Kiki und Croissant aus der... Okay. Und wie soll man wetten, dass erstens der Typ als erstes drauf geht und zweitens nicht die Aggro hält? Ich bin jetzt einfach mal so frech und bleib in meiner Stance. Weil ich so etwas überaus gern habe, wenn Leute anfangen zu pullen, ohne überhaupt Hallo zu sagen. Aber egal. Passt schon. In diesem Fight geht es wie in allen anderen auch in erster Linie darum, AOEs auszuweichen und ein bisschen Spaß zu haben. Was hier noch ein bisschen kniffliger wird, ist die Tatsache, dass die Attacken auch noch irgendwann zeitverzögert auftauchen. Es wird unglaublich lustig. Ja, man sieht, sein Opener ist durch. Jetzt kommt gar nichts mehr. So, das ist verzögert. Von daher brauchen wir noch nicht großartig schnell durch die Gegend laufen. So, 3, 2, 1, jetzt weg damit. Und wieder zurück an meine Posi. Auch das ist wieder eine verzögerte Sache. Das meine ich mit, man muss halt eben schauen, was hat man gerade, was für eine Attacke und was muss man als nächstes machen. Zeitverzögertes Bla und so weiter. Alles schön und gut. Also im Endeffekt nicht sonderlich... Stimme weg. Nicht sonderlich dramatisch das Ganze hier. So, ich muss mal gucken. Gibt es hier irgendjemanden, der irgendwie so einen Blick hat oder sowas? Nee. Also versteinert ist hier zum Glück noch niemand. So, Entropie ist nichts weiter als Gruppenschaden. Ich gehe mal zur Seite, weil nach Entropie... Oder auch nicht. Okay, es gibt einen Knockback. Oder auch nicht. Ach ja, fuck. Es kommen immer aus den AOEs diese hässlichen Geister-Dudes. Deswegen muss man hier ein bisschen aufpassen. Ich sag ja, der Tank stirbt. Nichtsense ist immer an ihn ran. Und irgendwas mit Axt ist immer von nach links und rechts. Das sind so Attacken, die man sich eigentlich immer mal merken sollte. Ich sollte mir aber auch mal merken, dass ich vielleicht mal anfangen sollte. Auch mal ein bisschen Schadenreduzierung zu ziehen. So. Versucht den Boss auch gleich ein bisschen wieder in die Mitte zu bewegen. Das ist auch hier jetzt nicht so dramatisch, dass es Zeit verzögert, was da gerade gekommen ist. Von daher alles gut. So. Okay, ich habe keine AOE bekommen, deswegen bin ich auch gerade eben so ein bisschen hin und her geschunkelt. So, jetzt ziehe ich ihn aber mal ein bisschen in die Mitte. So, schon besser. Das sind große AOEs, bleibt weg damit. Ist der Tank schon wieder gestorben? Was ist mit ihm passiert? Lol. So, ich bewege mich mal hier hin, um dann direkt, genau, genockt weg zu werden. Und dann hier in so einer Paddel zu stehen, damit die nicht explodiert und Debuffs verteilt. Gruppenschaden.
ein bisschen reduziert. Geh mal in die Bubble mit rein. Schattenauge. Jetzt einmal wegdrehen von dem Spieler, der es hat. Wunderbar. Und ja, easy game. Nochmal Schattenauge, diesmal zeitverzögert. Genau, das ist nicht Fallbeil, war das. Nicht Axt, sondern Fallbeil. Ach, fuck. Ich vergesse gerade die ganze Zeit, dass hier diese Köpfe noch kommen. Hier muss man natürlich ausweichen, weil sonst reduzieren sie den Schaden eines Spielers. Okay, eins und weggucken. Muss halt immer ein bisschen überall die Augen offen halten bei diesem Boss. Das Gute ist, dass die Knockbacks nur von links oder von rechts kommen, also von Osten oder Westen. Wo wir gerade von Knockback sprechen, wir kommen gleich, ich wollte es gerade sagen, noch Puddles dazu. Aber die scheinen schon alle... Ne, da hinten ist noch eine. Ah ja, kümmert sich drum. Ausgezeichnet. Wie neue Verzögerung, das heißt wieder die nächste Attacke wird eine zeitliche Verzögerung mit sich ziehen. Wir haben da drüben aber auch noch einen Stackmark. Da drüben ist es. Nein! So, gerade noch geschafft. Für Stefan Black war das schon zu spät. Da kommt ein Tankbuster. Den habe ich wahrscheinlich schon 50 Mal übersehen. Aber gut, von der Seite kam ein Nicken. Ja, ich habe ihn übersehen. Schande auf mein Haupt. Aber der Kampf ist eh jetzt durch. Nochmal schnell einen Knock wegziehen. Na gut, war schon überflüssig. Nice. Ich habe mir nebenbei den Spaß erlaubt. Kiki, Croissant und ich waren die besten DDs. Nebenbei hat sich das auch während des Kampfes nicht geändert. Es war die ganze Zeit so... Wie ich schon sagte, die ich muss mir mal kurz angucken. Was hat der denn hier? 470. Na ja, gut, 490. Also ja, der hat schon ein paar nette Sachen. Warum hat er die Hose? Beugsamkeit, wie hässlich. Okay, wie auch immer, schnicks wie raus hier, bevor wir irgendeinen Kram bekommen. Dufte, ich bin froh, dass dir nichts passiert ist. Wir sind so schnell wie möglich hergekommen, nachdem wir uns um unsere ungebetenen Gäste gekümmert haben. Das war ein ziemlich hartnäckiger Haufen und ganz anders als alles, was ich bisher in der Splitterwelt gesehen habe. Ich bin noch nicht am Ende. Verdammt sei das Licht. Verdammt seid ihr alle. Wer bist du? Warum hast du uns angegriffen? Ich... Warum bin ich hier? Warum bist du... Was geschieht hier? Sie ist noch am Leben, doch ihr Äther ist irgendwie eigenartig. Sie schien nicht allzu erfreut darüber zu sein, dass Rine die Kontrolle über Eden übernommen hat. Das könnte ihr plötzliches Erscheinen verursacht haben. Aber nichts Genaues weiß man nicht. Sie ist offensichtlich kein Sündenvertilger. Nicht einmal teilweise, so wie das bei Vorsry der Fall war.
Doch dieses Wissen lindert meine Befürchtung kaum, da sie dennoch von einer furchtbaren Macht besessen ist. Andererseits könnte sie womöglich eine Menge über Eden erzählen, wenn sie sich als kooperativ erweist. Ich werde sie im Auge behalten, bis sie aufwacht. Ich habe keine Ahnung, was dann passieren wird, aber ich kann ihr wenigstens zu verstehen geben, dass wir ihr keinen Schaden zufügen wollen. Nun, keinen weiteren zumindest. Offensichtlich ist es keine gute Idee, sie ins Innere von Eden zu bringen. Vermutlich war es von Anfang an ihr Ziel, zum Herz zu gelangen. Daher werde ich sie mit ins Lager nehmen. Nun, da sich die Lage etwas beruhigt hat, sollte ich wieder reingehen und versuchen, meine Verbindung zu Eden zu stärken. Dann wollen wir doch mal gucken. Ich musste mich voll darauf konzentrieren, Eden unter Kontrolle zu kriegen, aber ich konnte einen kurzen Blick auf deinen Kampf werfen. Diese Kraft, so etwas habe ich noch nie gesehen. Du würdest Zeugen, wie das Gewebe der Realität selbst aufgerissen wurde, der Weg auf dem Nichtsgesandte in andere Welten gelang. Doch sag mir, Rine, hast du noch andere Beobachtungen gemacht? Ich habe keinerlei Licht in diesem Mädchen oder ihren Dienern gespürt. Ich kann es nicht erklären, aber irgendwie hat sie mich an Emmet Zech erinnert. Ich halte es zwar für unwahrscheinlich, dass sie ein Aschin ist, aber was wäre, wenn sie zur Gefolgschaft Zodiacs gehört? Vielleicht können wir das herausfinden, wenn sie wieder aufwacht. In der Zwischenzeit werde ich versuchen, meine Kontrolle über Eden zu verbessern. Es scheint mir nun mehr als zuvor zuzuhören, anstatt mich wie zu Beginn einfach nur anzuschreien. Und das ist noch nicht alles. Ich habe eine aufregende Entdeckung gemacht. Ja, dann erzähl doch mal von deiner Entdeckung. Los, los. Ich will mehr wissen. Ich fühle mich nun deutlich zuversichtlicher, was meine Fähigkeiten zur Kontrolle über Eden angeht. Natürlich ist das erst der Anfang. Und wir haben dich weiter begleitet, wo auch immer dieser Pfad hinführt. Aber bitte verrat uns doch eins. Was für eine Entdeckung hast du gemacht? Ich verstehe jetzt, wie Edens Kraft funktioniert. Und damit die Natur der Lichtflut? Ja, sie hat das Gleichgewicht des gesamten Äthers in der großen Leere beeinflusst und es so weit zum Schatten verschoben, dass der Äther vollständig zum Erliegen kam. Dann verfügt Eden über die Kraft, das Gleichgewicht des Äthers empfindlich zu stören. Und es wieder herzustellen. Das ist es, was Eden tut. Es kontrolliert das Gleichgewicht des Äthers einer ganzen Region und verändert seine Beschaffenheit. Wenn wir es in Ruhe lassen, stellt es also immer noch mehr noch eine Gefahr dar. Aber wenn wir seine Kraft nutzen können, könnte ich es womöglich schaffen, der großen Leere wieder Leben einzuhauchen. Das Problem ist, dass ich nicht die leiseste Ahnung habe, wo ich anfangen soll. Und wenn ich die Sache falsch angehe, richte ich womöglich mehr Schaden an, als Gutes zu bewirken. Du musst diese Bürde nicht alleine tragen, Rine. Und das solltest du auch nicht. Es ist nicht so einfach, etwas zum Leben zu erwecken, was so lange schon ruht. Alle Dinge in der Natur sind untrennbar miteinander verbunden. Die Elemente halten eine zerbrechliche Harmonie aufrecht, ohne die das Leben nicht gedeihen kann. Was sollen wir denn deiner Meinung nach machen, Uriangé? Mir schwebt bereits eine Lösung vor, doch darüber muss ich noch weiter nachdenken. Lass uns fürs Erste ins Lager zurückkehren. Es wäre nachlässig, Tancred nicht zu involvieren. Na,
da bin ich ja mal gespannt. Vor allem, wer unser Gast ist. Meine Freunde, ich glaube, ich habe einen Weg gefunden, um diese Welt in verlorenen in dieser Welt ihre verlorenen Kontinente wiederzugeben. Orange, bevor du fortfährst, glaube mir eine Vermutung, bevor du fortfährst, erlaube mir eine vermutlich sehr lange Geschichte ein wenig zu verkürzen. Der Plan sieht vor, Eden zu kontrollieren und den Äther in der großen Leere wieder ins Gleichgewicht zu bringen, richtig? Im Prinzip ja. Jedoch wird das willkürliche Entfesseln elementarer Energien nicht ausreichen. Außerdem ist die große Leere unfassbar weitläufig. Wenn wir lediglich immer nur ein kleines Gebiet verändern können, würden wir eine Ewigkeit damit zubringen, auch nur einen Bruchteil unserer Aufgabe zu erledigen. Stattdessen sollten wir unsere Energien darauf verwenden, ein Element nach dem anderen wieder zu beleben und so eine weitreichendere Transformation in Gang zu setzen. Eins nach dem anderen? Ich sage das nur ungern, doch ich denke nicht, dass Eden in der Lage sein wird, seine Kräfte auf ein einzelnes Element zu konzentrieren, ohne die anderen zu beeinflussen. Aus genau diesem Grund sollten wir einen Ort auswählen, an dem der Umgebungsäther, den wir wiederherstellen wünschen, einen besonders starken Einfluss ausüben kann. Selbst wenn sie im Stillstand verharren, werden bestimmte Elemente vorherrschender und dadurch einfacher zu manipulieren sein. Dann stellen wir das Gleichgewicht des Äthers wieder her und lassen ihn in das Land zurückfließen, woraufhin er sich auf den Ätherflüssen des Planeten in die entferntesten Winkel der großen Leere erstrecken sollte. Aber was soll das Element daran hindern, sich aus Edens Griff zu befreien und außer Rand und Band zu geraten? Es muss im Zaun gehalten werden, die Frage ist nur, wie? Dufte, wenn ich dich mal etwas fragen dürfte. Bitte stell dir eine körperliche Manifestation jedes der unterschiedlichen Elemente vor. Was siehst du vor deinem geistigen Auge? Oh nein, hoffentlich doch nicht. Mokris? Das finde ich gut. Womöglich fürchtet sich deine Zunge, dieses verhängnisvolle Wort auszusprechen. Allein den Begriff Primae in den Mund zu nehmen, vermag Unglück zu verbringen. Doch das müssen wir in Kauf nehmen. Da der Äther von Eden extrahiert und neu geordnet wird, werden wir eine Beschwörung wie einst Lusoir auf der Carte Noire Heide durchführen. Als jemand, der bei unzähligen Gelegenheiten über Primae triumphiert hat, werden deine Erinnerungen den Äther zu einem gottgleichen Wesen formen. Damit dieser in der Strom zurückfließt, muss die Kreatur besiegt werden. Das klingt gefährlich. Kannst du so einen Kampf wirklich gewinnen? Wäre nicht das erste Mal. Ich verputze Primae zum Frühstück. Vergiss nicht, dass dieses Wesen lediglich Ähnlichkeiten mit deinem damaligen Gegner aufweisen wird. Ich habe vollstes Vertrauen in deine Fähigkeiten, Dufte. Das habe ich auch, doch es könnte helfen, eine Vorstellung davon zu haben, womit du es aufnehmen wirst. Hast du entschieden, welches Element wir als erstes angehen werden? Ich schlage Wasser vor, den Quell allen Lebens. Was den Ort angeht, gibt es da ein Gebiet westlich von Norfrand, in dem sich einst der tiefste Ozean dieser Welt befand, bevor die Lichtflut zu einer gähnenden Schlucht machte. Wasser? Ja, das scheint mir eine gute Wahl zu sein. Ich werde sehen, ob ich Eden dazu bringen kann, uns dorthin zu bringen, wo wir hin müssen. Und ich werde die Beschwörung vorbereiten. Tankred, könntest du ein Auge auf unsere rätselhafte Widersacherin behalten? Wenn sie aufwacht, könnte sie wichtige Informationen für uns haben. Für den Fall, dass sie widerspenstig sein sollte, musst du ihr Temperament womöglich zügeln. Einer muss ja den sauren Apfel beißen. Ich werde in Gedanken bei euch sein, während ich hier Däumchen drehe.
Ich beneide dich jedoch nicht darum, mit diesem verrückten Vorhaben mal wieder nach Uriangers Pfeife tanzen zu müssen. Wenn ich darüber nachdenke, wenn die Kreatur, gegen die du kämpfen musst, deinen eigenen Erinnerungen und Vorstellungen entspringt, warum versuchst du nicht einfach an etwas Zahmeres zu denken als die Primae, denen du bisher begegnet bist? Naja, ganz so funktioniert es vielleicht doch nicht. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg. Na klar, gar kein Problem. Wir schaffen das. Dann mal her mit dem Herrn der Wogen. Würde ich sagen. Was anderes bleibt uns hier ja wohl nicht übrig. Eden scheint meine Anweisung gut anzunehmen, daher sollten wir in Windeseile an unserem Zielort sein. Also gut, dies ist der Ort. Ich werde versuchen, wasseraspektierten Äther zu extrahieren. Der Rest liegt an dir, Dufte. Tja, Erinnerungen an Leviathan werden in dir wach. Überflutung nun zugänglich. Der dritte Teil der Eden-Reihe. Und damit auch schon das Ende dieses Videos. Dankeschön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir den guten Levi verprügeln oder er, keine Ahnung, uns an seinen Schwanz klammern und hoffen, dass wir nicht runterfallen. Wir werden das erleben. Bis denn.